Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thorsten Krings und ich werde 2019 für die FDP in Wiesloch für den Gemeinderat kandidieren. Der ein oder die ein oder andere von Ihnen hat vielleicht meinen kommunalen Videoblog schon mal gesehen. Und heute werde ich mich, und ich verspreche, das ist das allerletzte Mal, noch einmal mit dem Thema Palatin beschäftigen. Warum? Mir ist da was aufgefallen. Und zwar war im Dezember in der Gemeinderatssitzung einer der Tagesordnungspunkte Entlastung des Geschäftsführers. Dieser Tagesordnungspunkt wurde damals verschoben mit der offiziellen Begründung der Stadt, dass Rechnungen aufgetaucht sind aus dem Jahr 2016, die nicht im Jahresabschluss drin waren und es ein Kontokorrentkredit in Höhe von 211.000 Euro aufgetaucht ist, der nicht das laufende Geschäft betrifft, sondern historische Verbindlichkeiten. Die Zinsen, die darauf aufgelaufen sind, sind bisher nicht beziffert. Ich schätze mal, das wird irgendwo um die 250.000 bis 300.000 Euro nochmal sein. Und nach meinem Kenntnisstand ist die Entlastung des Geschäftsführers bis heute nicht erfolgt. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ich war die ersten 3 Jahre meiner Berufstätigkeit selbst Assistent eines Geschäftsführers. Und ich kenne das eigentlich so, dass die Entlastung in der Gesellschafterversammlung ausgesprochen wird oder eben auch die Nichtentlastung. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie davon gehört, dass die Entlastung eines Geschäftsführers sich über einen Zeitraum von länger als 5 Monaten hinzieht. Und das habe ich dann als Anlass genommen, um mir den Beteiligungsbericht der Stadt Wiesloch nochmal genau anzuschauen, um zu sehen, ob da nicht vielleicht noch viel mehr im Argen liegt, als man vermuten sollte. Und für mich ist das Palatin ein echter Wirtschaftskrimi, und ein Punkt, wo wir ganz, ganz hohen Handlungsbedarf haben. Jetzt muss man sich erstmal die grundsätzliche Frage stellen, warum bezuschusst eine Gemeinde denn überhaupt das Palatin? Dafür kann man eine ganz klare Aussage machen, und zwar, das wird Sie vielleicht von einem FDPler jetzt schockieren, aber es gibt Dinge, die kann man nicht wirtschaftlich betreiben. Das sind einfach Dinge, die für unsere Lebensqualität als Einwohner einer Gemeinde wichtig sind. Dies wird nie Gewinn abwerfen und da werden wir einfach Subventionen für ausgeben müssen. Das ist auch okay, aber nur für Dinge, die den Bürgern der Stadt auch zugutekommen. Und das ist der erste Punkt. Dann frage ich mich, was ist denn der Geschäftszweck des Palatins? Hier taucht dann tatsächlich auch die Aussage auf, dass es um die Steigerung der Lebensqualität der Einwohnerschaft geht. Aber einen Satz später finden wir dann folgende Aussage. Außerdem werden Seminare und Kongresse abgehalten, die das Image und den Bekanntheitsgrad der Stadt Wiesloch weit über die regionalen Grenzen hinaus verbessern. Davon hat niemand von uns etwas. Vor allem ist es extrem schwer messbar. Aber was ganz schlimm ist, ist, für mich bringt es halt zum Ausdruck, dass der Geschäftsführer offensichtlich überhaupt nicht in der Dimension der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit denkt, sondern ausschließlich auf diese Aspekte Image und Bekanntheitsgrad fokussiert ist. Mit der Blanko-Aussage der Stadt Wiesloch, wir übernehmen alle Verluste des Palatins, ist es für mich eine Situation, als hätte man einem 16-Jährigen die Autoschlüssel und eine Pulle Schnaps gegeben. Das Ding ist vollkommen außer Kontrolle. Schauen wir uns mal die Situation an. Wenn wir uns die gesamtwirtschaftliche Situation betrachten, dann haben wir in Deutschland in der Hotellerie eine Auslastung von 71%. Demgegenüber hat das Palatin eine Auslastung von fast 75%. Da könnte man sich jetzt erstmal freuen, aber jetzt sollte man die Frage stellen, wo kommt das her? Und hier haben wir folgende Situation. Der Durchschnittspreis für eine Übernachtung in Deutschland liegt bei 93 Euro. Der Durchschnittspreis im Palatin liegt aber bei 73 Euro. Das heißt also, wir haben hier schon mal eine Differenz von 20 Euro. Ich habe das Thema schon mal angesprochen, dann wurde gesagt, ja, die Region Wiesloch-Heidelberg-Land hat eben deutlich niedrigere Preise. Das stimmt nicht. Ich habe es im Internet recherchiert. Hotels in der Preisklasse des Palatins bieten zwischen 150 und 175 Euro an. Da ist nur das Frühstück drin, aber das kostet ja nun auch nicht mehr die Welt. Das heißt also, wir haben hier eine erhebliche Differenz und das heißt also im Klartext, dass hier mit kommunal subventionierten Dumpingpreisen im Markt agiert wird und man dadurch eine Belegungsquote erreicht, die bei marktwirtschaftlichen Bedingungen überhaupt nicht möglich wäre und wofür eben der Bürger der Stadt Wiesloch keinerlei Nutzen hat. Nutzen für die Bürger und Bürgerinnen schauen wir uns dann das Thema kulturelles Angebot an. Staufersaal, Auslastung, kommerzielle Veranstaltung 53, das ist schon nicht die Welt. Vereine Stadt 15, Palatin selber 23, Minnesängersaal kommerziell 81, Vereine Stadt gerade mal 8, Palatin selber 21. Das heißt also, das Palatin selber ist sein zweitbester Kunde. Das Ganze führt dann natürlich auch zu einer einigermaßen desaströsen wirtschaftlichen Situation, in der wir einen Verlust in Höhe von 1,25 Millionen Euro ausgewiesen haben für 2016.
Zudem aber noch eine verdeckte Subventionierung kommt durch die vollkommen überteuerte Anmietung der Tiefgarage in Höhe von rund 800.000 Euro, denen eben Mieteinnahmen für Parkgebühren in Höhe von deutlich unter 200.000 Euro gegenüberstehen. Das heißt, wir reden hier über 2,1 Millionen Euro. Wie bewertet die Geschäftsführung selber die Situation? Und das ist ein Punkt, wo ich ehrlich sagen muss, da ist mir der Blutdruck hochgeschnellt, weil in diesem Augenblick habe ich mich nicht mehr ernst genommen gefühlt. Und das ist auch, wenn Sie sowas in den Geschäftsbericht reinschreiben, dann signalisieren Sie damit auch, dass Sie Ihre Gesellschafter und die Kontrollorgane nicht ernst nehmen, weil Sie sie einfach versuchen, mit billigen Aussagen, mit inhaltlichen Nullnummern abzuspeisen. Hier haben wir die Aussage, es zeigt sich, dass die breite Aufstellung des Palatin, das heißt Geschäftsreisen, Tagungen, Kongresse, aber auch touristische Aktivitäten, von Erfolg gekrönt ist. Das schnelle Entscheiden, das kundengerechte Handeln und die Entscheidungsfreude der Mitarbeiter als Gastgeber zu fungieren, wurden wieder in finanzielle Erfolge umgesetzt. Das ist doch blanker Zynismus. Die Bude macht Verlust, seit sie dasteht, und wir reden hier von wieder finanziellen Erfolgen. Und wir haben gerade darüber geredet, dass es darum geht, dass wir 2,1 Millionen Euro Verlust haben, dass dieser gigantische Kontokorrentkredit da im Raum steht, und das ist ein finanzieller Erfolg. Also dann möchte ich aber erstmal bitte wissen, wie eigentlich ein Misserfolg aussieht. Also haben wir hier wirklich den Versuch, bewusst zu täuschen, oder ist es einfach ein vollkommenes Unvermögen, mit der Situation umzugehen? Bei den Investitionen haben wir die Situation, dass 2016 611.000 Euro investiert wurde. Für mich ist nicht transparent, wo das investiert wurde. Wenn ich mir Veranstaltungsbereich und Hotel anschaue, dann ist meine Vermutung, dass es im Hotelbereich war. Und davon haben wir als Bürger der Stadt Wiesloch nur absolut nichts. Zusätzlich wurde allerdings nochmal für die Jahre 2016 bis 2020 eine Gesamtsumme von 3,4 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt. Und auch hier ist nicht eindeutig differenziert, was davon in einen Hotelbetrieb geht und was in den Veranstaltungsbetrieb bzw. nicht mal den kommerziellen, sondern den Kulturteil des Veranstaltungsbetriebs geht. Dann haben wir die Aussage, dass das Unternehmen über Kontokorrentkredit geführt wurde. Das ist soweit in Ordnung. Das brauchen Sie fürs Geschäft. Aber diese historischen Forderungen von 211.000 Euro, das ist aus meiner Sicht nicht statthaft, weil 2010 eben gesagt wurde, das Palatin selber darf keine Schulden machen, sondern die müssen sich das Geld von der Stadt Wiesloch holen. Also insofern für mich auch eine Frage ordnungsgemäße Buchführung, nein. Und wo ich dann wirklich mich wirklich sehr geärgert habe, weil es für mich einfach eine Missachtung der Kontrollgremien, aber auch der Bürger der Stadt Wiesloch zum Ausdruck bringt, sind die Aussagen zum Thema Risikomanagement. Also wir haben hier eine Institution, die wirklich vollkommen außer Kontrolle ist, die unsere Steuergelder wirklich verbrennt. Und folgende Aussage finden wir zum Thema Risikomanagement. Das Risikomanagement unterliegt einem ständigen Verbesserungsprozess. Den habe ich nicht gesehen. Dieses Risikomanagementsystem soll dazu beitragen, Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig aufzudecken. Das ist also ein Unternehmen, in dem 2018 Rechnungen aus dem Jahr 2016 auftauchen und in dem auf einmal ein Kontokorrentkredit von einer Viertelmillion auftaucht, von dem keiner wusste, dass er existiert. Unser Unternehmen verfügt über umfangreiche Planungs- und Kontrollinstrumente, um Geschäftsrisiken frühzeitig zu erkennen und um wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das ist doch blanker Zynismus. Daraus ergibt sich für mich eine Reihe von Forderungen. Punkt Nummer 1 ist, der Beirat muss Platz für einen personellen Neuanfang machen. Ich will niemandem was unterstellen. Fakt ist einfach, es funktioniert nicht. Die beiden externen Beiratsmitglieder haben ihren Hut schon genommen. Das sollten jetzt auch die Gemeinderatsmitglieder machen. Wir brauchen dort mehr betriebswirtschaftlichen Sachverstand. Punkt 2. Es hat ein Wechsel in der Geschäftsführung stattgefunden. Mit dem neuen Geschäftsführer müssen Ziele vereinbart werden, die Verluste im Hotelbetrieb auf null runterzufahren. Für so einen Turnaround-Prozess sind aus meiner Erfahrung raus 3 bis 5 Jahre realistisch. Es kann aber auch sein, dass der Turnaround vollkommen unrealistisch ist, und das sollten wir jetzt prüfen. Und wenn sich herausstellt, dass, wie ich auch fast vermute, ein Hotel hier nie profitabel betrieben werden kann, dann sollten wir jetzt über eine alternative Nutzung des Hotels nachdenken. Ich kann mir zum Beispiel denken, dass man daraus Seniorenresidenzen macht, in Verbindung mit nach wie vor dem Veranstaltungszentrum, und das ist meine nächste Forderung, in dem Veranstaltungen für Vereine kostenlos sind. Wir buttern da Millionen Euro rein, das heißt, die paar Kröten, die wir den Veranstaltern dann noch aus dem Kreuz leiern, das macht den Kohl nun wirklich nicht fett. Das muss wirklich eine Halle für Wiesloch werden. Das nächste ist für mich die verdeckte Subventionierung der Tiefgarage, muss sofort aufhören. Hier kann Miete maximal in Höhe der zu erwartenden Erträge bezahlt werden.
Meine Damen und Herren, wenn Sie Transparenz in kommunalen Finanzen wünschen, wenn Sie glauben, dass die Gemeinde dem Bürger dienen muss, dann bitte ich um Ihre Stimme für die FDP bei der Kommunalwahl, denn wir stehen für Transparenz in allen kommunalen Prozessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.